Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf den Kanälen, muss ich fast schon sagen. Das hier ist das zweite Nachfolgeprojekt der Hof Bergmann tatsächlich. Ja, ihr habt es ja auch schon gesehen, am Montag kam bei einigen Trailer, bei einigen nicht, dass ein weiteres Nachfolgeprojekt nach der Rade hier jetzt auf der Holzer-Map. Und ihr seht schon, die Jungs da vorne stehen so ein bisschen zweiermäßig auf dem Haufen. Moshira steht bei mir, wir haben da vorne den Uwe, den Boxe, den Ron, den Simon, den Paul und den Marc. Hallo erstmal. Moin. So, und ihr könnt jetzt natürlich erstmals könnt ihr heute hier vier Perspektiven sehen, weil die Grüppchen, wie sie zusammenstehen, da ist auch jeder oder immer einer dabei, der mit aufnimmt. Das heißt, bei meinem Team, bei Moshira und bei mir bin ich das, ja, klar. Beim Marc und beim Paul ist das der Marc, der mit aufnimmt. Der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt, bei allen hoffe ich jetzt einfach mal. Bei Simon und Ron ist natürlich Ron, der aufnimmt. Und bei Uwe und Boxer ist es der Uwe, der mit aufnimmt. Das heißt, ihr könnt alles sehen, was so die einzelnen Teams machen. Und warum Teams? Es ist ein Challenge-Projekt. Aber ein Friendly-Challenge-Projekt haben wir es genannt. Also wir werden uns nicht volle Mütze geben, sondern wir werden das versuchen, wie zivilisierte Leute hier Hand zu haben, dass man sich gegenseitig unterstützt und auch gegenseitig immer was leiht. Und nicht immer alles mit Geld bezahlt, sondern einfach vielleicht auch mal eine Dienstleistung tauscht. Du grubberst, ich dresche und so weiter. Ne? Das ist die Idee. Wir sind hier auf der Holzer-Map. Ich weiß gar nicht, wo es die momentan zum Download gibt, aber wir werden die bestimmt irgendwo mal einpflegen. Und wenn wir Zeit haben, bitte, wenn wir Zeit haben, werden wir auch eine Modliste erstellen. Aber nicht jetzt in der ersten, auch nicht in der zweiten Folge. Wenn wir Zeit haben, wird eine Modliste erstellt. So, was heißt es im Prinzip? Das heißt, es gibt vier Höfe, vier Teams. Die Teams stehen zusammen, könnt ihr euch angucken. Und ihr könnt euch jede Perspektive angucken. Wir haben schon ein bisschen vorbereitet. Es wird so sein, dass heute Freitag kommt eine Folge und am Sonntag kommt die nächste Folge. Und jetzt ist es eure Aufgabe, in die Kommentare zu schreiben, ob wir mehr Folgen machen sollen oder ob wir erstmal bei 2 bis 3 Folgen bleiben sollen. Das könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir uns gerne an, was wir Feedback bekommen. Und dementsprechend machen wir dann die Folgenanzahl höher oder eben weniger. Aber weniger geht fast gar nicht. So, um was geht's hier? Challenge, wie gesagt, jeder versucht natürlich besser zu sein als der andere. Das wird nicht schwer sein bei uns, Marschierer, würde ich sagen. Jeder hat 300.000 Euro bekommen auf dem Hof. 300.000. Es gibt Regeln, aber bitte, bitte, wirklich, es gibt 4 Regeln. Es sind echt überschaubar. Die kann ich euch hier mal einblenden. Ron? Bist du wieder on top? Nein. Dann musst du nochmal schneiden. Okay, ich gehe ganz kurz auf die Regel ein. Es gibt keine offiziellen Kredite. Das heißt, wir können keine Kredite bei der Bank nehmen. Wir können keine Kredite von irgendeiner fremden Bank nehmen. Es gibt keine Kredite. Außer Privatkredite. Da müsst ihr euch halt selber drum kümmern. Da ist nicht meine Sache. Das macht ihr euch selber aus. Und wenn es euch nicht mehr zurückbezahlt wird, dann haut euch die Mistgabel um die Ohren. Ich weiß es auch nicht, aber da müsst ihr euch selber drum kümmern. Um 20 Uhr ist Feierabend. Das heißt, egal, wo wir sind in der Folge, um 20 Uhr ist Feierabend, um 20 Uhr wird auf den nächsten Tag vorgespult, weil ich mag die Nacht nicht, deswegen, sorry. Pflügen und Unkraut ist an, Fruchtzerstörung ist auch an und die vierte Regel, Maschinen und Ländereien dürfen immer und überall gekauft und verkauft werden. Das heißt, es gibt kein Nachfragen, hey, willst du vielleicht auch einen Pflug kaufen? Hey, willst du vielleicht auch Feld 12 kaufen? Kauft, was ihr kaufen wollt, verkauft, was ihr verkaufen wollt. Ganz einfache Geschichte, da gibt es auch keine späteren Diskussionen. Ja. Wir haben die Höfe bereits schon erstellt. Es gibt sehr interessante Hofnamen. Wir haben einmal den Maschinenring. Den erklären wir euch später. Es gibt dann einmal die neutrale Zone für Marc und Paul. Schauen wir mal, wie neutral ihr wirklich seid. Dann gibt es den Gunnischhof. Den Gunnischhof mit Uwe und Boxe. Der Grafhof ist nicht besetzt. Dann gibt es den Harleyhof. Das ist Simon und Ron. Und dann gibt es natürlich den Gucci-Hof. Das ist der Marschierer und meiner einer. Und das sind erstmal die Hof. Namen bzw. einzelnen Höfe. Und dann gibt es noch den Maschinenring, der nicht als Maschinenring zu verstehen ist, sondern das ist einfach ein Hof, wo alle möglichen großen Maschinen rumstehen. Ein Drescher, ein Häcksler, ein Roder, den man sich dann leihen kann von keiner bestimmten Person, sondern das muss man dann selber machen. Aber den kann man sich dann leihen und dann wieder zurückstellen. Dann zahlt man einen kleinen Obolus und dann braucht man die nie selber kaufen. Ne? Das ist auch so ein bisschen die Idee des Projektes, dass nicht jeder alles hat, sondern dass man sich einfach ein bisschen gegenseitig hilft, unter die Arme greift und sich gegenseitig einfach, es war ja immer auch in den einzelnen Dörfern so, nicht jeder Landwirt hat einen Drescher gehabt, sondern man hat einfach reden müssen, ey, kaufst du einen Drescher, kaufen wir zusammen einen Drescher oder kann ich mir den Drescher leihen, kann ich mir deinen Schwader leihen, wie auch immer. Das kann jeder für sich selber dann entscheiden.
Habe ich was vergessen? Nö. Nö. Nein. Nö, eigentlich nicht. Los geht's. Läuft bei dir, weil alles Ron? Alles gut. Okay. Soweit, so gut. Fragen, Wünsche, Anregungen, alles gerne in die Kommentare. Schaut in die Videobeschreibung. Es sind drei Kanäle verlinkt, plus dem, wo ihr das Video gerade selber guckt. Das heißt, vom Marc, vom Ron, vom Uwe und meiner. Ich glaube, wir haben's. Ja. Damit es auch nicht zu viel Stress gibt, werden wir uns jetzt alle in eigene TS-Channels verziehen. Es ist natürlich jedem gestattet, mal vorbeizukommen, Trädchen zu halten. Ne? Es ist aber kein RP-Projekt, das muss man nochmal dazu sagen. Also wir müssen jetzt hier nicht einen auf ich bin der Dickste im ganzen Land machen, sondern ganz normal unterhalten wir uns. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß, viel Glück. Werdet ihr brauchen. So. Tschüss, Sikorski. Und wir gehen jetzt erstmal in den Kanal, ne, Majira? Ja. Tschüssken. Oh, ganz oben. So. Gut, das funktioniert schon mal. So, Maschira ist auch da. So, Maschira, ich glaube, war ganz okay, ne? Ja. So, wir zeigen euch mal unseren Fuhrpark, den wir bis jetzt gekauft haben. Wir haben ja nur leider 300.000 Euro über, beziehungsweise haben wir zur Verfügung gehabt und die müssen wir halt irgendwie nutzen. Den Hof haben wir schon gehabt und es ist auch noch einiges an Fläche beim Hof dabei. Uns gehört die blaue Fläche, das heißt, das hier gehört alles uns, plus noch ein Feld, das ist die 21, da ist jetzt, glaube ich, Weizen drauf, der auch schon erntereif ist, also wir müssen bald anfangen zu dreschen. Und rundherum um die Hütte haben wir ganz viele Wiese bekommen. Also die ganzen so 3-4 Wiesenflächen, die gehören alle uns. Und Maschira, wenn du willst, kannst du schon mal anfangen abzumähen, damit wir gleich mal anfangen zu arbeiten. Der Maschira hat sich gegönnt einen neuen, der ist auch neu rausgekommen erst, einen Fendt-Favorit 615 LSA. LSA ist richtig. Und dann kann ich euch ganz kurz zeigen, was der für Spezifikationen hat. Das müsste der hier sein, meines Erachtens. War nicht teuer, so 40.000 ungefähr, mit ein bisschen Spezialeinrichtung. Hat der Maschira den hier genommen und ich habe mich für den Fiat Agri entschieden, aus dem ganz einfachen Grund. Starker Traktor, wenig Kosten. Seht ihr hier zum Beispiel Fiat Agri, ich habe ihn, glaube ich, in einer stärkeren Version genommen. Also der hat irgendwas mit 50.000 gekostet, glaube ich, warte mal. Genau, mit Frontkraftheber habe ich ihn genommen, weil wir wollen natürlich vorne auch ein Gewicht oder sowas dran machen. Und Motorausführung haben wir hier. Hat immer 180 PS, okay. Vorderrad habe ich einfach genommen, das weiß ich. Und da kostet 40.000. Also es ist auf alle Fälle überschaubar. Du kannst schon loslegen, Maschiere, wenn du willst. Es gibt hier eine Konsole für den Fiat Agri. Es gibt ein Seitenmähwerk und es gibt ein Frontmähwerk. Das wird sich der Maschiere gleich schnappen. Es gibt einen Schwader. Und dann haben wir natürlich noch, das ist übrigens unser Kornlager. Wir haben hier die Möglichkeit, Hühner zu haben. Nicht jeder Hof hat jede Möglichkeit. Das heißt, es gibt Höfe, die haben Schafstall. Es gibt Höfe, die haben einen Schweinestall. Es gibt Höfe, die haben keine Ställe. Die haben dafür mehr Felder bekommen. Deswegen lohnt sich auf alle Fälle, bei den Jungs vorbeizuschauen. In der Videobeschreibung ist verlinkt. Gönnt euch. Folgen werden immer zur gleichen Zeit erscheinen. Das hier ist eine Klappe, wo wir Hackschnitzel reinladen können. Warum, weshalb, zeige ich euch natürlich sofort. Wir haben hier einen Hof bekommen mit Kühen. Das heißt, wir können hier, wir können hier Kühe kaufen, nicht so viele, ich glaube 60 Kühe gehen hier rein. Das passt auf alle Fälle. Und wir haben ein Heizkraftwerk, was eigentlich eine Heutrocknung ist. Also eine Heutrocknung haben wir auch noch am Hof, was ziemlich cool ist. Und dann ist unser Hof noch ein bisschen unterteilt. Ihr seht hier, hier unten geht es weiter. Das ist hier unser Hof. Hier nebenan haben wir schon die Konkurrenz. Hier drüben, glaube ich, ist, genau, da ist Ron und Simon. Das sind hier drüben direkt. Die anderen sind ein bisschen weiter weg. Da oben ist Boxe und Uwe. Und der Paul und der Marc sind hier oben. Also wir sind alle so in der Ecke hier mittig, damit wir uns auch mal sehen und über den Weg laufen. Ne? Dann, was haben wir hier noch? Wir haben hier Mistplatte, wir haben hier Kälber, aber die sind, glaube ich, nur fiktiv. Also die gibt es nicht hier, nicht wirklich. Gülle, Milch, alles Mögliche haben wir. Und unser Plan ist natürlich, da wir sehr viel Wiese bekommen haben, von Anfang an, dass wir Ballen machen. Ne? Wir wollen Ballen machen, deswegen der Maschierer wird auch direkt anfangen zu arbeiten. Und ich glaube, dass ich jetzt nochmal zum Händler fahren werde und einfach mal schauen werde, was wir noch bekommen. Wir haben noch 165.000 Euro, was jetzt vielleicht nicht allzu viel ist, aber doch, glaube ich, ganz okay. Wir haben noch einen Plan gemacht. Also ich kann euch ganz kurz zeigen, unsere Garage nochmal. Die zwei Traktoren, die zwei Mähwerke, Front und Seite. Wir haben einen Querneland Schwader.
den Frontlader, das Schlepperdreieck brauchen wir und das war schon da. Das haben wir uns nicht gekauft, das war schon da. Und dann sind eben 150.000 fast weg. Was kaufen wir uns jetzt noch, damit ihr schon mal Bescheid wisst, in welche Richtung es bei uns geht? Ich habe schon gesagt, Ballen. Das ist auch natürlich mit dem Marschierer besprochen, der hat auch gesagt, das passt. Wir werden aber diesmal Quaderballen machen. Wir haben uns drüber unterhalten und es war tatsächlich die bessere Idee, jetzt gleich auf Quaderballen zu gehen, weil wir irgendwann auch mit Strohbergung arbeiten wollen, um Geld zu verdienen. Und deswegen werden wir uns die Big Bag kaufen. Die kostet nicht viel, die kostet 12.000. Und wir werden uns in weiterer Folge dann diesen Anderson Wickler kaufen, den hier, damit wir dann auch Silageballen machen können, weil wir haben vor, dann für die anderen so eine Art Ballenlieferant darzustellen, dass jeder bei uns praktisch Ballen kaufen kann. Und wir auch später dann natürlich mit Hilfe der Premos auch sehr viel Geld mit den Pellets verdienen können. Ne? Das ist unsere Idee erstmal. Weil, und natürlich auch die Tiere. Die Tiere werden auch irgendwann ein wichtiger Punkt werden. Ganz klar. Aber momentan muss ich einfach, oder müssen wir einfach sagen, wahrscheinlich noch kein Platz für Tiere, beziehungsweise noch kein Geld für Tiere. Wir schauen jetzt einfach mal an, wie es aussieht, wie viel Geld uns nach dem Maschinenkauf noch übrig bleibt. Und dann reden wir nochmal drüber. Jo, wir kaufen jetzt 10, 20 Hühner oder auch nicht. Das ist dann, können wir dann sehen, wie wir wollen. Ganz kurz nochmal zum Maschinenring, weil das vielleicht untergegangen ist am Anfang. Da stehen Maschinen bereit. Das heißt, da steht ein Grubber, da steht ein Drescher, ein Häcksler und ein Viehanhänger und so weiter. Da steht alles schon bereit. Und das können wir uns praktisch mieten. Wir haben eine Preisliste. Hier auf dem rechten Bildschirm habe ich das offen zum Beispiel. Mähdrescher steht drauf. 55 Euro pro Hektar. Dann können wir das ein bisschen... Kann ich das jetzt hier? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Marschiere bei dir alles klar? Ja, ja. Die Hektar kann ich, glaube ich, irgendwie ausrechnen. Das hat Paul gemacht. Und dann weiß man auch, was sowas kosten kann. Ne? Aber wir müssen uns da ein bisschen mit den anderen... Wie soll ich sagen? Unterhalten, weil natürlich... Es gibt nur einen Drescher für alle. Natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, einen Drescher zu kaufen. Ganz klar, ne? Aber wenn einer dasteht für... billig Geld, sag ich mal, dann kauft man sich selber keinen Drescher, sondern nimmt einfach den Drescher, wenn er frei ist und dann ist gut, ne? Oh! Es gibt keinen Bürgermeister, es gibt keinen Händler, es ist kein RP-Projekt, wie gesagt. Also man wird sich gegenseitig unter die Arme greifen, wenn es notwendig ist. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das wird. Habe ich irgendwas vergessen, Marschierer? Nee, ich glaube jetzt so auf Anhieb nicht. Ja, auf Anhieb nicht. Und wie gesagt, das Projekt lebt vom Feedback. Das heißt, wenn ihr reinschreibt, ey, cool, gefällt mir und ist cool, macht das so, dann kann man da gerne überlegen, ob man da vielleicht auch auf Freitag, also nächste Woche, dann vielleicht mehr Folgen macht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Man muss natürlich immer so ein bisschen mit dem Ein- oder mit dem Ausklang oder mit dem Einklang von Gemeinderade sein. Das heißt, Gemeinderade soll auch regelmäßig kommen und natürlich auch dieses Projekt. Man kann natürlich überlegen, zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, dieses Projekt hier und dann am Dienstag, Donnerstag, Samstag können wir gerne die Rade bringen. Nur als Beispiel. Das kann man sich gerne mal anschauen. Aber das entscheidet praktisch ihr. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr es gerne hättet, habt. Und dann kann man da gerne drüber reden. Warum haben wir das so gemacht? Es gab tatsächlich einige Kommentare, speziell bei der Hof Bergmann, die dann gesagt haben, ach, 8 Leute im Raum, ist zu viel Gequatsche. Man versteht sich untereinander nicht. Und auch das war ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, dann lass uns natürlich 8 Leute mitnehmen, weil wir einfach ein cooler Trupp sind, so wie wir sind. Aber lass vielleicht auch sagen, okay... Vielleicht sollte man doch mehrere verschiedene Räume machen, wo eben mehrere Leute rein können. Und dann fällt man sich nicht immer ins Wort und das muss ja auch nicht sein, weißt du? Dafür haben wir immer noch die Gemeinderade, wo wir alle zusammenhängen und gemeinsam zocken. Aber das soll halt ein bisschen auch was anderes sein, als wie die Rade. Und Challenge haben wir ja speziell auf diesem Kanal hier schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Deswegen ist es wieder mal Zeit geworden, ne? Es gibt noch kein Ziel. Das ist auch eine Sache, die noch offen bleibt. Wer weiß, wie man hier gewinnen kann, kann gerne mal das in die Kommentare schreiben. Da wäre ich tatsächlich sehr, sehr froh, wenn das jemand machen würde. Weil da muss ich mir das nicht überlegen. Aber prinzipiell weiß ich jetzt noch nicht, wie man gewinnen kann. Oder Maschira, weißt du da was? Nö. Lassen wir uns das erstmal noch offen. So, Folgen werden ca. 15 Minuten gehen. Es wird so sein, dass ich reinschreibe Ende und dann wieder auch reinschreibe, wenn es anfängt. So dass jeder ungefähr die gleiche Folgenlänge hat. Ob das jetzt 5 Sekunden länger oder 10 Sekunden kürzer ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Ne? Wir nehmen das nicht so genau. Wir machen das jetzt nicht nach Punkt und Komma, sondern wir machen das, weil es uns Spaß macht, weil wir Bock damit darauf haben. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ne?
Ja, damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Ja, es sind 15 Minuten rum, man mag es kaum glauben, aber wenn man viel quasselt, dann geht halt auch schnell die Zeit rum. Liebe Leute, wir dürfen uns erst schon mal bei euch bedanken fürs Dabeisein. Erste Folge, natürlich immer ein bisschen schwierig, sehr viele offene Fragen, schreibt gerne alles in die Kommentare und dann sehen wir uns am Sonntag, 12 Uhr, zu einer weiteren Folge hier auf der Holzimmer wieder. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!